im Deutschen Bundestag, aber auch Vorsitzender des Haushaltsausschusses in der letzten Legislatur. Wir begrüßen dich hier in Bitterfeld. Liebe Bitterfelder, liebe Freunde der Freiheit, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und auch ich bin gebeten worden, auf die Abstandsregel hinzuweisen. Das ist jetzt trivialer Anfang, aber in dieser Trivialität steckt doch schon der Skandal, dass man darüber reden muss, wie viele Sozialkontakte noch zulässig sind, wie viel Abstand wir haben und in der Tat von völlig bürgerlichen Menschen, die sich verstehen, manchmal auch nicht so ganz verstehen, aber letzten Endes eine Einheit bilden. Und in diesem Motto sind wir ja eigentlich auch heute zusammengekommen, mit Einigkeit für Recht und Freiheit. Vielen Dank. Und das ist in der Tat teilweise auch eine unausgesprochene Einigkeit zwischen allen Dörfern, am Anfang eben zwischen auch die Großstädte, wir haben es gehört eben. Ich weiß ja, auf welchem Niveau ihr hier diskutiert, ich weiß ja, welchen Informationsstand ihr hier habt. Ihr seid meilenweit über dem, was der durchschnittliche, ich sag mal, Zeitleser hat. Das ist unterirdisch. Diese Leute wissen nichts, sie wissen weniger als nichts, weil ihnen die Massenmedien eigentlich fast nur noch Lügen vorsetzen. Verdrehungen, Framing, wir haben es ja eben schon gehört, hier stehen keine Extremisten, hier stehen keine Radikalen. Und als ich zuletzt in Nürnberg auf einer Demo gesprochen habe und ähnliche Dinge wie eben hier, auch nicht, aber unter 60 ist auf jeden Fall das Chance-Risiko-Verhältnis belegbar schlecht, dann bin ich in der Welt als radikal dargestellt worden. Und ich weiß, dass es euch genauso geht. Ihr seid keine Leugner in irgendetwas. Niemand leugnet hier etwas. Aber wir haben es ja eben schon gehört, hier werden Naturgesetze vom Bundeskrankheitsminister Lauterbach auf den Kopf gestellt. Und er leugnet die 10.000 Jahre und 20.000 Jahre alte Ansteckung und Immunisierung durch natürliches Durchlaufen einer Krankheit. Er leugnet es, indem er es, wir haben es eben schon gehört, Omikron als schmutzige Impfung darstellt. Was ist daran schmutzig? Das ist der Weg der Natur, meine Damen und Herren. Es ist völlig normal, nichts anderes geht. Es ist der Weg der Natur. Wir können sowas nicht leugnen. Das ist komplette Irrationalität. Wir werden auf irrationaler Basis regiert. Und das ist wirklich krank. Und deshalb sage ich Bundeskrankheitsminister, und das ist keine Despektierlichkeit, denn er selbst sagt ja, dass gesund das neue krank ist, dass die Leute, die gesund sind, irgendwie heutzutage krank sind und zwangsgeimpft werden müssen. Voll Teufel, das ist irrational hoch 5 und sowas gehört verboten. Und liebe Freunde, sowas ist auch verboten. Es nennt sich Grundgesetz, in dem alle möglichen Rechte von euch drinstehen. Und ich hätte wirklich nicht gedacht vor 18 Monaten, dass ich jemals in meiner politischen Karriere über das Recht auf körperliche Unversehrtheit sprechen muss. Dass es so weit kommt, dass sie uns dieses Recht massiv einschränken, wenn nicht gar wegnehmen wollen. Die Einschränkung jetzt ist ja schon Massennötigung. Ihr alle seid Genötigte. Heute ausnahmsweise mal nur durch die Abstandsregeln, sonst durch Maskenpflichten, sonst durch Berufsverbote und wenn ihr das Pech habt, zurzeit Mediziner oder Pfleger zu sein, dann seid ihr ja unter Umständen schon auf der Abschlussliste. Auch wir von der AfD konnten es nicht verhindern im Dezember, dass es eine echte Impfpflicht für medizinische Berufe gibt. Und ich habe das zutiefst bedauert. Ich werde geflutet mit Briefen und Bürgerzuschriften von Betroffenen. Es ist herzzerreißend und ich sage Ihnen, es wird noch herzzerreißender, wenn wir dann erstmal die Berichte der Nebenwirkungen hören, die massiv sind inzwischen und die auch nicht mehr so selten sind. Ich kenne Impfungen, echte Impfungen, teilweise auch bewährte Impfungen, fast nebenwirkungsfrei, aber eben nur fast aus den letzten 50 Jahren gegen was auch immer, gegen Pocken, die man tatsächlich damit ausgerottet hat, auch wenn es jetzt der eine oder andere vielleicht nicht glaubt, aber ich glaube das jetzt mal noch. Und dann gibt es Impfungen gegen Tetanus, wo sich eigentlich niemand mehr auf die Straße wegen einer Tetanusimpfung. Und in der DDR gab es ja auch tatsächlich bis 1989 Zwangsimpfungen gegen die eine oder andere sehr stabile Virusform, wo man wirklich am Ende argumentieren konnte, ja, das könnte Sinn machen. Und auch in Westdeutschland gab es das bis 1974, allerdings nur gegen die Pocken, meine Damen und Herren, nur und nur da. Und die wurden am Ende auch ausgerottet. Hier ist nichts davon gegeben. Wir haben keine Möglichkeit, das behauptet noch nicht mal jemand, diesen Virus jemals auszurotten. Warum auch? Coronaviren gibt es seit Hunderten, wahrscheinlich Tausenden von Jahren.
Und wir haben genau das, was wir mit Omikron zurzeit auch haben. Kopfweh, Übelkeit, manchmal Schüttelfrost, mag alles sein. Das sind grippale Effekte. Das ist nichts Besonderes. Omikron, ich weiß nicht, ob Sie die Zahlen kennen, die ganz aktuellen Zahlen. 12.100 nachgewiesene Omikron-Fälle durch eine Testung. Okay, das ist nicht viel. Aber nicht mal 1% genau davon ist hospitalisiert. Das sind dann noch 140 Leute. Und von denen wiederum sind, ich glaube, 16 auf der Intensivstation und verstorben sind, allerdings jetzt nur im Dezember-Zeitraum, 7. An oder mit, wohlgemerkt, an oder mit Omikron. Das heißt in aller Regel, wir wissen das ja nach 20 Monaten der Lügenerfahrung, wir wissen ja, dass es die wenigsten waren, die wirklich kausal an Omikron gestorben sind. Aber ja, wenn es einer, der ohnehin schon multimorbid vorbelastet war, bekommen hat, dann ist er halt am Ende tatsächlich an Omikron gestorben. Ja, das ist kein Grund für einen nationalen Ausnahmezustand. Das ist kein Grund, Gesunde zu impfen und damit ins Risiko zu bringen. Das ist kein Grund, euch alle zu diskriminieren, zu entrechten, so weiter nicht doppelt und dreifach geimpft seid. Es kann nicht sein, was hier läuft. Und was mich wirklich auch stört, sind die Mitläufer, die es wirklich inzwischen gibt. Man kann sie nicht anders bezeichnen. Mitläufer, zum Teil gekauft, zum Teil aus Karriereopportunismus, zum Teil, weil sie einfach immer systemnah sind. Und wenn das System sich dreht, dann sind sie als Wendehälse gleich wieder vorne mit dabei. Zum Beispiel die Ärzteverbände, ich sage nicht der einzelne Arzt im Moment, obwohl die mir auch zu leise sind, ich sage die Ärzteverbände. Einer der größten ist der Marburger Bund und der hat eine Chefin und die hat vor wenigen Tagen gesagt, die Leute merken es gar nicht und das sei ein Problem und deshalb müssen sie mehr getestet werden. Ja, mein Gott, früher haben asymptomatische Menschen einfach Gesunde geheißen, sie waren gesund. Und nicht asymptomatisch, sie waren auch nicht ansteckend. Und es ist auch nachgewiesen, dass sogar die Symptomatischen inzwischen, egal ob geimpft oder ungeimpft, gleich ansteckend sind. Es spielt am Ende keine große Rolle. Und deshalb kann das alles überhaupt nicht sein. Die ökonomischen und ja, auch betriebswirtschaftlichen Folgen sind Wahnsinn. Krankenschwestern inserieren ohne Ende zurzeit, weil sie verzweifelt eine Stelle ohne Impfpflicht suchen. Weltweit wurden 28.000 Milliarden Dollar gedruckt im Zuge mit der Begründung Corona, mit der Begründung Covid, um, ja, warum eigentlich? Aus dem Nichts, um die Folgen von etwas abzumildern, das man nie in dieser Form hätte angehen dürfen. Es ist völlig klar und das ist das Schlimme, dass auch jetzt noch immer die Impfpflicht im Raum steht, obwohl ja eigentlich hier, wir haben es eben schon gehört, die Zahlen völlig andere Sprache sprechen. Wir haben noch nicht einmal mehr die Gefährlichkeit, was Hospitalisierung oder Todesraten angeht, einer mittleren Grippe. Noch nicht mal das. Und trotzdem wird weiter auf Panik gemacht. Deshalb ist es auch so wichtig, dass ihr heute hier seid. Ihr seid ja überproportional da, aber es ist in der ganzen Republik so und es wirkt. Es ist auch wichtig, dass es wirkt. Aber wir haben das Ding noch nicht gewonnen. Das ist noch nicht vom Tisch. Der eine oder andere wird sich erinnern an den ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Und er hat schon vor 22 Jahren den berühmt-berüchtigten Spruch gesagt, wir stellen etwas in den Raum, also die Impfpflicht oder das Impfen, warten, ob es ein großes Geschrei gibt. Und wenn es kein großes Geschrei gibt, dann machen wir weiter und weiter, bis es kein Zurück mehr gibt. Das waren seine Worte vor 22 Jahren. Und das ist das Dauercredo im Bund in Berlin, wo ich auch jetzt gerade heute wieder herkomme und wo wir über riesige Corona-Nachtragshaushalte reden, die alle zu ihren Lasten gehen. Alles heute. Ich habe heute den 6. Nachtragshaushalt nur wegen Corona mitdiskutiert. Da geht es diesmal um 60 Milliarden, die es vorher nicht gab, die sie alle viel besser brauchen könnten. Natürlich könnten wir diese Schulden auch für viel bessere Zwecke aufnehmen. Ja, und Jean-Claude Juncker hat es in den Raum gestellt. Und das ist das Motto, das überall gelebt wird. Sie wollen es weitermachen. Sie wollen in einer Art Notstand uns belassen. Sie wollen uns total überwachen. Das ist ein Nebenziel, aber vielleicht nicht das geringste. Und ja, sie wollen dieses Geld weiterhin haben. Es regiert sich leichter mit Schuldgeld, mit Schulden, die Sie am Ende zurückzahlen müssen. Schulden sind die Abschreibungen von morgen und Abschreibungen von morgen sind Ihre Steuern von übermorgen. So ist das. Und es kann nicht sein, das vergisst man auch immer gerne. Hier wird also auch an der Stelle die Zukunft unserer Kinder kaputt gemacht, für die man doch angeblich im Zuge der Klimareligion irgendwie alles tut. Ja, das ist ein anderes Thema, darüber müssen wir jetzt heute nicht reden. Aber
es ist irre. Hier wird nichts mehr rational gemacht, hier wird nichts mehr nachhaltig gemacht. Und ich kann nur sagen, die Freiheit ist das Wichtigste. Was mich auch stört, ist die Lügerei. Ich weiß nicht, ob das jetzt vorhin schon bei den Vorrednern kam. Es ist ja inzwischen bekannt, wirklich nachgewiesen, dass Menschen, die im Hospital lagen mit unbekanntem Impfstatus, Klammer auf, das ist an sich schon eine Lüge, weil da liegt keiner mit unbekanntem Impfstatus, das wird alles schon am Anfang abgeprüft. Das ist eine Lüge. Trotzdem hatte mein Staat, Freistaat Bayern, 60% unbekannter Impfstatus nach den offiziellen Statistiken. Wissen Sie, was geschehen ist mit diesen 60%? Sie sind den Ungeimpften zugeschlagen worden, wodurch dann und nur dadurch die Pandemie der Ungeimpften ausgerufen werden konnte. Pfui Teufel, das ist die Lüge, auf Basis derer wir heute noch geregiert werden, auf Basis derer alle Maßnahmen stattfinden zurzeit. Es ist alles auf dieser Lüge schon aufgebaut. Und wir haben nachgefragt im Bayerischen Landtag vorige Woche. Es ist immer noch nicht korrigiert, obwohl das inzwischen sogar in der Bild-Zeitung steht. Wir, Sie zuallererst, dann die alternativen Medien und inzwischen sogar die Massenmedien, Sie mussten berichten über diesen Skandal. Immerhin, das ist geschehen. Aber Ergebnis? Erstmal keines. Sie machen weiter. Und deshalb müsst auch ihr weitermachen. Deshalb müssen wir weitermachen. Es ist gut, dass ihr heute noch mal mehr seid als vorige Woche. Das habe ich gehört. Super, ganz toll. Ja, ihr bleibt hier, habe ich eben schon gehört. Das ist so, das muss so sein. Ich will jetzt hier nicht den 89er-Vergleich zu überstrapazieren. Aber auch damals ging es um eure Grundrechte, um eure Freiheit. Und ehrlich gesagt, es gibt sogar eine direkte Parallele. Die Reisefreizügigkeit wird demnächst nur für doppelt, dreifach, fünffach Geimpfte noch da sein. Ja, das muss ich mir vorstellen. Ihr seid damals auch für dieses Ziel auf die Straße gegangen. Wir sind wieder so weit. Und es könnte noch schlimmer sein, nicht mal die DDR hat in eure Körper eingegriffen, wenn man nicht gerade das Pech hatte, in Hohenschönhausen zu landen. Ja, also auch ich will jetzt eure Geduld nicht überstrapazieren. Es sind Lügen ohne Ende. Es wurde auch bei den Intensivbelegungen ohne Ende getrickst. Es wird mit Geld auch aus meinem Haushaltsausschuss getrickst. Die Anekdote muss ich noch erzählen. Wir haben schon im Mai 2020, als es ja noch nicht ganz so sicher war, zumindest noch nicht für alle, wie dramatisch es ist. Damals standen Letalitäts- und sogar Mortalitätsraten von 3-4% im Raum. Das hätte Millionen von Tote bedeutet. Heute wissen wir, dass alles verlogen war. Wir sind noch bei 0,005% Letalitätsrate bei Omikron. Das sind Welten von dem, was damals behauptet wurde. Und ja, okay, trotzdem, im Mai 2020 waren auch wir noch nicht ganz so weit. Im April, im März jedenfalls noch nicht. Es war wirklich per gekauftem Gutachten des Bundesinnenministeriums wurde uns dargelegt, Leute, hier kommt was ganz Böses auf uns zu. Es war gekauft, das wussten wir aber erst Monate später. Ja, und diese Zahlen stehen bis heute im Raum und es ist unerträglich, wie wir damit belogen werden. Die Intensivbelegungsquoten mit Covid-Patienten, mit echten, waren noch nicht mal 2% im Durchschnitt 2020. In der Spitze 21% der Belegung an oder mit Corona-Patienten. Es ist nichts. Es ist gar nichts. Der Himmel weint inzwischen. Ich weiß es. Deshalb komme ich auch bald zum Schluss. Er weint über diese Lügen. Er weint darüber. Wir haben eigentlich schon geschafft, den Stand. Ich weiß, dass es hier am Platz überflüssig ist. Aber ihr müsst auch die anderen, die es noch nicht verstehen, die immer noch Bildzeitung, sondern auch Zeitleser noch schlimmer oder Spiegelleser am allerschlimmsten. Wer das immer noch ist, der kann das immer noch nicht ganz verstehen, weil ihm die Basis fehlt. Und inzwischen ist es ja auch schwierig, mental, psychologisch zu verstehen, dass man 20 Monate radikal belogen wurde. Ich weiß, dass das schwierig ist. Trotzdem müssen wir auch diese Leute herholen, wieder herholen. Es muss ihnen klar sein, trotz aller kognitiven Dissonanz, dass sie hier auf dem Holzweg waren. Und wir müssen sie nicht, wir müssen die nicht irgendwie bestrafen oder sowas. Darum geht's nicht. So wie die uns natürlich auch nicht bestrafen dürfen. Aber Herr Spahn hat schon 2020 ernsthaft gemeint, öffentlich, wir werden einander viel zu verzeihen haben. Ja, und wir sind sogar bereit. Wir sind sogar bereit, unsere Hand zum Verzeihen auszustrecken. Aber nur, wenn diese Herrschaften jetzt endlich zur Vernunft kommen, Rationalität walten lassen, so wie ihr das alles schon versteht, die wissen das auch. Sie wissen es, sie haben die Berater. Die sind zwar bestochen und teilweise völlig daneben, aber am Ende des Tages wissen sie, dass sie falsch liegen und dass sie uns anlügen. Es muss aufhören. Und deshalb müsst ihr bitte weiter auf die Straße gehen. Und wir verzeihen nur Herr Spahn und auch Herr Lauterbach.
wenn ihr in absehbarer Zeit endlich aufhört und so gut wie alle Maßnahmen zurücknehmt, bis auf das, was auch schon vor Corona sinnvoll war, nicht direkt jemand mit einer Vollgrippe ins Gesicht zu husten. Das war schon vorher klar. Dafür brauchten wir keine Politik, die uns wie kleine Kinder erziehen will, permanent. Wir brauchen das nicht. Wir sind mündige Bürger, wir sind Selbstdenker und wir sind auch das Volk. Deshalb, danke fürs Kommen. Ihr seid das Volk. Vielen Dank. Ihr habt Rechte. Holt sie euch zurück. Holt euch euer Land zurück. Vielen Dank, Bitterfeld. Vielen, vielen Dank, Peter Böhringer. Genau das ist noch das Stichwort zum Schluss. Holt euch die Rechte zurück. Zeigen wir denen, auch auf Landkreisebene.